Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr werdet euch vielleicht erstmal wundern, denn ja, neuer Hintergrund. Ich habe mein Zimmer umgestellt. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann checkt gerne das Video auf dem Main-Kanal aus. Aber wir sind heute hier, um wieder ein paar Pakete auszupacken. Ich habe nämlich über die letzten Wochen und Monate wieder einiges ausgepackt. Unter anderem auch diese drei Pakete von Trendvision, Liu und einer weiteren Marke. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was das für eine Brand ist, dann guckt das Video bis zum Ende. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Das sind für euch drei Klicks. Unterstützt mich riesig und jetzt viel Spaß bei dem Zusammenschnitt. Latest Pickups. Was ich gekauft habe, / ein Paket zum Auspacken. Ich habe mir ja diesen Systemic Gürtel bestellt und ich habe damit so ein kleines Problem. Der Gürtel, den ich mir bestellt habe, ist der hier. QH-Gürtel mit so einer Sternschnalle. Sehr, sehr wild, sehr, sehr geiles Pattern drauf. Finde ich geil. Hat 170 Euro gekostet. Das ist gerade meine Cam drüber. 170 Euro, okay? Das Q-Pattern. Man bedenke das Q-Pattern. Das Ding ist, Chat, Rewrap, ich find's geil sogar. Ich finde es sogar geil. Ich finde, der ist geil so. Aber es ist halt nicht das Q-Pattern. Wurde es über den Tisch gezogen, bodenlos. Also, Bro, ich finde den trotzdem geil. Versteht mich nicht falsch, okay? Ich finde den echt geil. Das ist trotzdem eine geile Optik. Hier seht ihr mal diese QH von nah. Aber Bro, wo ist das Pattern, Bro? Ich habe auch mit Kollegen geredet, die meinten auch, tausch um. Aber ich bin so ein Mensch, ich tausche nie um, Loki. Das ist die Schnalle. Ist geil. Das ist da die andere Seite. Ist geil. Also der ist geil, aber das Pattern ist halt... Bro, das ist no joke, joke. Ich habe, glaube ich, einen Fleck drauf insgesamt. Boah, das ist so respektlos eigentlich. Ich habe tatsächlich einen Fleck bekommen. Der ist hier. Das ist respektlos eigentlich. Ich habe mit anderen Kollegen geredet, die den auch bestellt haben oder halt bekommen haben. Und Bro, das liegt daran, weil halt auf manchen ist ein Pattern drauf und auf manchen nicht. Man kann das ja nicht beeinflussen. Also guck mal, das ist ja das Fell, das wird von Laku abgeschoren oder wie auch. Ich weiß gar nicht, wie man sowas kommt, Bro. I don't know. Da ist so mäßig jeder Gürtel mehr oder weniger unique am Ende des Tages. Aber als ich ihn aufgemacht habe, schwer. Ich fange erstmal an mit den LFDY-Sachen. Angefangen mit Loki, dem härtesten. Pufferjacke, Chat. Ich stehe auf. Bitte, die ist so geisteskrank hart. Wie hart ist diese Pufferjacke, Chat? Auch jetzt gerade in Kombination mit der grauen Jogger. Mies hart. Mies, mies hart. Von hinten halt ein Backprint. So von vorne, der richtig, richtig puffy. Also ich finde die... Das Muster ist auch geistkrank, ne? Das Muster ist wirklich steinhart. Richtig, richtig geil. Ich sag ernsthaft, gut gekauft. Abseits vom Muster ist die auch richtig geil. Ich war, als ich die neu hatte, also am Donnerstag, bin ich morgens spazieren gegangen, hab mir meinen Morgenkaffee geholt, hatte die dabei an. Digga, es war so gemütlich. Stellt euch vor, ihr steht auf, ihr habt noch diese Morgenkälte, ihr zieht euch eine graue Jogger an, ihr zieht euch Birkenstocks an, ihr zieht euch diese Puffer an und ihr steppt einfach zu eurem Local Café und holt euch einen Kaffee. Maximale Jacke. Hier diese Hose. Ich mache ein bisschen schnell Durchlauf, weil das sind echt viele Sachen. Das ist so eine Trackpants. Das ist halt voll der geile Stoff. Also die fühlt sich echt geil an. Aber ansonsten ist es eigentlich nur so crazy. Dazu habe ich auch eine passende Jacke. Aber Leute, die Jacke ist dann hier. Kann sein, dass ich die Jacke im Auto vergessen habe, Chat. Sorry. Hier diesen grauen Sweater. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr comfy vor allen Dingen. Der fühlt sich richtig geil an. Richtig schön gemütlich. Der hat nochmal so einen Backprint. Habe ich mir auch in schwarz ausgesucht. So halt in schwarz. Und dazu habe ich auch passende Hose bekommen. Das habe ich auch noch nie gesehen, Digga. Einfach eine Woll-Jogginghose. Das ist mies gemütlich. Das ist low-key zu fresh, um damit zu Hause zu chillen, sag ich ehrlich. Die ist wirklich richtig gemütlich. Das gibt so ein bisschen Mani-Vibes. Nee, keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall toastgemütlich. Das habe ich hier ausgesucht. Eine hier so zu der Jacke eine passende Hose. In so einem Camouflage-Ton. Auch sehr geil. Und zu guter Letzt, ich glaube, das ziehe ich jetzt sogar auch an. So ein langes Eishockey-Lefast-Jersey. Das finde ich auch übelst geil. Also, das ist halt der Vibe so. Das ist jetzt. Das sieht uns schon ein bisschen langweilig aus. Aber vertraut mir, wenn ich sage, das sieht in echt auch geil aus. Das hat von hinten noch so einen Schriftzug. Eine Fast, was war das nochmal? Irgendwas Wear steht da, ne? Hardware, genau. Eine Fast Hardware. Ja, ist cool. Das war schnell durchlaufen, weil wie gesagt, das zeige ich im YouTube-Vlog und auf TikTok und überall nochmal richtig genau. Dann könnt ihr euch das genauer angucken. Ich habe noch ein Paket bekommen und das packe ich auch aus. Das ist von dem lieben Robert von Unvain Studios. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, Chat. So. Oh, okay, hier ist sogar mehr drin, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich bekomme eine Sache. Ich bekomme einfach vier. Unvain Boxer, cool. Nimmt man mit, lasse ich erstmal einen verpackt, weil... Na, ich kann die auch immer auspacken, die müssen eh in die Wäsche erstmal. Oh. Kann man mitarbeiten. Ein Unvain Basic T-Shirt. Okay, Chat, das müssen wir Loki anprobieren, doch. Das sieht cool aus vom Fit, das muss ich Loki anprobieren. Was sagen wir dazu? Basic Tee, Unvain, ist fresh, hat einen coolen Fit, es hört gut auf, coole Ärmel, Kragen, auch wild, dasselbe in schwarz. Und ich glaube, das ist die Sache, worauf ich eigentlich gefasst war in dem Paket. Und was auch, oh mein Gott. Wenn ihr den nicht fühlt, dann, also dann seid ihr wirklich slow. Wie nennt man das? Cardigan? Ist das noch ein Cardigan?
Die vorne, das mit der Schleife, das muss ich Retalk, das muss ich nochmal ordentlich machen, da muss ich nochmal ran. Aber Jungs, wie fresh kommt das bitte? Wie fresh kommt das bitte? Alter, guckt euch mal die Textur an. Guckt euch das mal an. Einmal das Seil rum, muss das einmal rum? Ja, kann sein, ja. Digga, wie fresh kommt das bitte? Auch mit dem Basic, die hat Robert wahrscheinlich schon extra mitgeschickt, ne, I guess. So geil. Und was das Beste ist, guck mal, der ist von innen so. Das heißt, das kratzt nicht. Übelst geil. Brand heißt Ian Savant. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Die haben ein sehr cooles Meme-T-Shirt rausgebracht. Was so aussieht, das ist jetzt gerade spiegelverkehrt, glaube ich. Mäßig, FedEx Rip-Off. Wo halt Sex draufsteht. Das ist aber Loki Hardchat, ich will das einmal anprobieren. Ich habe das bei Peso Pop-Up bei Leo gesehen und meinte, ey, woher ist das? Der meinte, ja, das war ein Kollege von mir. Kann fragen, ob er dir das zuschickt, deshalb, ich habe es jetzt bekommen. Liebe Grüße. Das ist aber ernsthaft, damit auf Hochzeit. Puh, crazy. Ist tough. Was sagt er? Bro, ich glaube, das ist auf ein Blank geprintet worden auf jeden Fall, weil da ist auch kein eigenes Tag drin und so. Also ohne das jetzt zu judgen, aber da ist nur ein Size-Tag drin. Ich glaube, da ist ein, also normaler Fit. Ich finde den Fit eigentlich stabil, aber das ist, Bro, das Fit ist ein bisschen groß. Dafür, dass das ist eine S-Chat. Aber ich find's cool, ich find's so T-Shirt hart. Ich lasse das auch, glaube ich, sogar an jetzt erstmal. Für so unter dem Zipper, Bro, das kommt schon cool. Haben wir das Paket von Liu Gallery. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, Bro, von Liu Jonas. Auch dafür eine liebe Grüße. Wie gesagt, ich habe hier sehr viele Sachen halt zugeschickt bekommen, ne? Oh, tough. Loki, lauf von mir, dass ich das jetzt heute auspacke, bevor ich selbst eine Tasche rausbringe, Chat. Aber wir haben hier zwei sehr starke Taschen und sehr geile Socken. Diese Liu-Socken. Ich pack mal ein paar Socken aus, die anderen beiden lasse ich eingepackt. Aber die sehen, die haben halt geile Details oben, ne? Hier mit so einem Liu-Stitching. Das ist cool. Da habe ich drei Paar von bekommen. Zwei weiße und einmal hier mit so gelben Akzenten. Ballet. Das eigentliche, was drin ist, sind die Baggerinos. Lol, das ist so ein Bomberstoff-Chat. Ach, das sind so... Ach so, Diggi. Hier. Ich mach die mal auf, das ist hier Quatsch. Ich muss die einmal kurz aufmachen. Oh, hoppala. Boah, Alter, Bro, die ist auch sehr tough, Chat. Die ist auch sehr, sehr tough. Das sind solche, wie nennt man das? Chat, sind das Duffelbags? Terra Rip-Off. Sind das, wie nennt man das denn? Ist das eine Duffel... Ich weiß nicht, ob Duffelbag hier der richtige Begriff ist, du glaubst. Bowling Bag, kann sein. Das ist halt so eine mäßig Sporttasche, ne? Ich denke bei solchen Taschen immer direkt an Gym. Lass mich das einmal richtig einstellen, Chat, damit wir das uns richtig angucken können. Immer noch zu lang. Aber ich glaube, ihr versteht den Vibe. Das ist halt so eine Tasche. Die ist so rund. Und die habe ich nicht nur in diesem braunen Colorway bekommen, sondern auch in so einem schwarzen. Ich glaube, den schwarzen finde ich persönlich geiler. So sieht die da aus. Finde ich übelst geil. Ich sag sowas für Gym ist die, glaube ich, ernst richtig praktisch. Aber auch so zum Beispiel Flughafen oder, keine Ahnung, Stadt, aber man will nicht so eine kleine Tasche mitnehmen. Da, ich glaube, für sowas ist die sehr gut. Das war alles, was hier drin war. Die beiden Bags, weil ich bin ein Bag-Fan. Und jetzt kommen wir zu dem Paket, auf das ich sehr lange warte, weil das wurde freundlicherweise wieder an meinen guten Kollegen Bricky Brickman geschickt, anstatt an mich. Und zwar von TRV, von Trend Vision. Ich durfte mir was aussuchen und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Ach Leute, eine Sache ist für Sarah da drin, fällt mir gerade ein, ja. Eine Sache ist für Sarah, Chat. Also ich habe 5 Sachen, eins ist für Sarah. Alter, das sieht sich ja todeskrank an. What the fuck? Ich wünschte, ihr könntet das fühlen, Bro. Hier dieser Part fühlt sich so krank an. Waffle Longsleeve. Einmal in diesem Colorway. Dann einmal in diesem Colorway. Also das ist jetzt dunkel, das andere war ja so ein Anthrazit-Graumäßig. In diesem Colorway. Das ist, glaube ich, mein Favorite. Den probieren wir jetzt gleich auch an. Hier der Colorway. Ich habe mir alle 4 Colorways ausgesucht, weil ich fand die so geil, die Dinger. Das ist jetzt gerade Size S, Chat. Ich habe in den allen Size S. Ich glaube, passt am besten, oder? Das ist hart. Ey, wisst nicht, das hier oben fühlt sich so crazy gemütlich an. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Digga, ich finde das so geil. Oh mein Gott. Ey. Digga, die fühlen sich so geil an. Wow. Ich lass das an. Ich würde eigentlich das SEX-T-Shirt anlassen, aber ich lass das an. Das fühlt sich zu krank an. Wie groß bist du? Ich bin 1,74. Und das hier ist jetzt gerade, das heißt S. Boah, Alter. Bis hier ist es perfekt abgeschnitten für Longsleeve. Alles, was jetzt noch so gecroppter wäre. Me personally, ich würde es nicht feiern. Ab 1,78, glaube ich sogar, würde ich schon auf eine M gehen, ehrlich gesagt. Einfach, damit man nicht das Risiko hat. Bro, hier ist halt mein Bund, ne? Ich würde halt nicht das Risiko eingehen, dass man dann am Ende so da steht, wenn ihr checkt, was ich meine. Bis 1,80 geht S wahrscheinlich, aber ab 1,80 würde ich, glaube ich, auf eine M gehen, to be honest. Ich habe mich doch hier auch noch für was anderes entschieden. Und zwar eine der Cargos. Bei den Cargos habe ich nur eine genommen, weil erstens habe ich wirklich mittlerweile wieder echt viele Cargos. Und zweitens, naja, eigentlich kann
gab kein zweitens. Hier diese Cargo Pants, das ist die Made to Last Cargo in dem grauen Colorway. Digga, meine Hose sieht man absolut nicht. Oh mein Gott, Digga, fast Setup kaputt gemacht. Was sagt er? Zur Cargo Pants. Ist halt so ein Washed Grey, ne? Ich finde, Fit ist perfekt. Das ist auch wieder ein Size S. Die fühlt sich sehr gut an. Aber irgendwie dünner als die anderen Transvision Cargos, habe ich das Gefühl. Und was mir gerade auch aufgefallen ist beim Tragen, diese Long Sleeves haben noch Ihmchen hier. Wenn man unter die Klonkrieger gehen möchte, kann man auch noch. Bam! Ich weiß nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Das ist halt von Deputy Department. Ah, das sind doch die Schuhe, Chad. Das sind doch die Big Stepper. Hier. Das sind noch die Big Stepperinos. Damit ich heute Big ins Turnier steppen kann. Mhm. Aber warum kommen die denn jetzt erst an? Bisschen gedacht, dass Sam mich vergessen hat, aber ich wollte auch nichts sagen. So. Digga, dann freue ich mich ja noch mehr. W's. Ihr kennt das ja. Ganz normaler Schuhkarton. Die von Deputy sind meistens sehr hart. Ich habe mich angeguckt. Dann haben wir aber den Schuh hier mit so einem mäßig Wildele-Upper mit einer sehr dicken Sohle. Chunky von oben. Extra Schnürsenkel. Ne? Grün. Braun und pink. Ich glaube sogar, dass ich die... Boah, ich glaube, ich werde die weißen oder die pinken reinmachen. Ich werde die weißen drin lassen oder die pinken reinmachen. Ich glaube, das sind die coolsten. Ja, Digga, Shoutouts. Ey, Sam, fühl dich gerückt, wenn du das sehen solltest, gerade. Ich bezweifle es, aber liebe Grüße, freut mich sehr. Ey, das waren alle Pickups, Chat. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Folgt mir gerne rein.